Nachdem pandemiebedingt die letzten beiden Sommer nicht viel an Open-Air-Events stattgefunden hat, gibt es mutige Veranstalter, die wieder was auf die Beine stellen. Sehen Sie mehr dazu im folgenden Beitrag. Auch wir waren begeistert, als die Organisatoren im Vorbericht von ihren Visionen berichteten. Natürlich ist da auch immer ein Stück weit unternehmerisches Risiko dabei, wenn man ein Event mit hochkarätigen DJs plant. Man hatte nicht zu viel versprochen. Am letzten Samstag verwandelte sich das Flugplatzgelände in Zwickau in ein riesiges Partyareal. Man hatte da ganz schön was aufgefahren. Als würden sie dorthin gehören, standen riesige Palmen da. Lichterketten sorgten für eine tolle Atmosphäre und der tonnenweise aufgebrachte Sand machte die Sache so richtig rund. Während auf der Partybühne das Warm-up lief, sind wir mit einigen Akteuren ins Gespräch gekommen. Erstmal herzlich willkommen und danke, dass wir hier sein dürfen, hier im Namen von uns beiden. Wir sind sehr gerne hier auch, wir sind ja schon öfters hier zusammen auch gewesen. Zwickau ist immer geil und jetzt dann halt hier Palm Beach Open Air wird dann halt natürlich wie immer nach Strich und Faden auseinandergerissen. Ja, die Veranstalter haben das ja auch auf den sozialen Netzwerken oder in den sozialen Netzwerken gepostet. Heute Nacht ist ja ein bisschen was passiert, ich weiß nicht, magst du was drüber sagen? Da ist ja einiges bei dir so am Start, so mit Single und so, 6 Mütter, ist ja schon ein ziemlich derbes Brett. Ich weiß nicht, ob du da 2, 3 Worte drüber hast. Ja, also ich habe mal wieder Musik rausgebracht, so in diesem Pandemie-Lockdown-Kram. Ist mir dann eingefallen, dass ich ja noch rappen kann, weil auflegen ging ja nicht. Ja, da habe ich halt einfach Musik aufgenommen wieder, 21 Tracks, 14 jetzt auf ein Album gepackt davon und da ist heute Nacht dann praktisch der erste Song von rausgekommen, 6 Mütter, könnt ihr bei YouTube überall gucken. Ja, feiern wir dann wahrscheinlich dann hier mal ein bisschen, würde ich sagen. Ja, das hoffen bestimmt nicht nur ich, sondern auch die zahlreichen Gäste, die schon so langsam eintrudeln. Max, so ein kurzer Blick übers Gelände. Was sagst du, was sind so deine Eindrücke bis jetzt? Ist ja eine neue Veranstaltung, neuer Veranstalter. Ja, haben sie es gut gemacht oder was meinst du? Du, Gelände sieht super aus. Wir sind gespannt. Wie gesagt, wir sind immer gerne in Zwickau. Macht einen super Eindruck und ja, wir sind heiß. Loszulegen, macht Spaß. Also ich finde es cool. Ich finde es mega, was ihr hier aufgezogen habt. Endlich passiert mal wieder was in Zwickau. Es sieht super schön aus. Das Wetter passt. Das Line-up ist geil. Die Veranstalter sind nett. Und ich glaube, das wird eine coole Sache. Sieht schon gut aus für die Zeit. Ich glaube, da kommen noch ein paar Leute. Also ich denke, das wird eine coole Party heute. Dann schlug die Uhr 9 und die DJ von Two Elements erschien auf der Bühne und sorgte für ordentlich Stimmung. Die anfangs noch verhaltenen Gäste rückten dann zunehmend nach vorn Richtung Bühne und bewegten sich ausgelassen zu den Klängen. Den Gästen gefiel es und es gab durchweg positive Stimmen. Ja, das ist gut. Warum? Weil Musik einfach toll, mal ein Open Air in Zwickau zu haben, sonst muss man ja mal wohin reisen. Und das ist toll einfach mal, sowas hier zu haben. Was war die Frage? Die Frage ist, wie findest du das, dass das heute hier in Zwickau aufgeht? Auf jeden Fall sehr cool. Es ist sehr cool, dass sowas in Zwickau stattfindet. Gut, endlich mal was los in Zwickau. Sehr gut. Kennt ihr die DJs? Zum Teil. Und Sie? Ich leider nicht, aber ich bin gespannt, was noch kommt. Endlich mal, hat er recht, endlich mal was los in Zwickau. Hier ist nichts los manchmal. Hat er recht. Und sowas sollte man etablieren nächstes Jahr gerne wieder? Öfters. Nächstes Jahr und öfters. Mehrmals im Jahr auf jeden Fall. Also gut mehrmals im Jahr. Mal mehr Trubel in Zwickau, mehr Tourismus.
Ja, na klar, duftet, dass mal wieder was los ist. Und es gibt leckere Drinks? Ja, genau. Schmeckt sehr gut. Cheers. Und die Männer? Ja, wir finden es, also die Männer finden es auf jeden Fall auch sehr schön hier. Wir sind froh, dass endlich mal wieder was los ist. Und das Radler schmeckt auch. Kennt ihr einige von den DJs? Nee. Aber ihr seid gespannt. Ja, wir sind sehr überraschend. Gespannt. Ja. Genau. Endlich ist mal wieder was los. Viel Spaß. Ne? Danke. Danke. Weil viele gesagt haben, dass es schön sein soll. Und vom Internet und von den Fotos her fand ich es sehr gut. Wie alt seid ihr? 18. Also dürft ihr hier rein? Ja, ja. Richtig. Kennt ihr welche von den DJs, die ihr heute hier auflegt? Nee, noch nicht. Aber ihr seid gespannt? Ja, auf jeden Fall. Und schön, dass in Zwickau sowas stattfindet? Ja, auf jeden Fall. Dann ganz viel Spaß. Dankeschön. Dankeschön. Auch der Veranstalter des Abends zeigte sich schon recht zu Beginn sichtlich zufrieden. Auf jeden Fall. Also das ganze Projekt hier war schon eine ordentliche Herausforderung, ne, für mich, für das Team, für alle, die mir geholfen haben, die dabei waren. Auf jeden Fall können wir jetzt im Resümee jetzt schon sagen, wir haben hier sehr guten Zuspruch. Wir haben jetzt schon nach, es ist 9:30, 500 Mann hier am Start. Wird noch mehr werden auf jeden Fall. Und ja, also geile Party. Wir haben es von den Gästen gehört, wir haben uns umgehört. Endlich geht in Zwickau wieder was los, auch für unsere Zielgruppe. Und ich denke, man sollte so eine Sache etablieren, auch wenn ihr vielleicht dieses Jahr noch Verluste einfahrt. Habt ihr die Absicht, weiterzumachen? Auf jeden Fall. Ich möchte das wirklich jetzt jedes Jahr durchführen, einmal im Jahr. Natürlich auch Jahr für Jahr wachsen, in Hinsicht auf die Künstler, auf die Größe hier, auf die Palmen, einfach alles. Na? Ist ja auch eine tolle Sache. Gastronomie stimmt, die Menschen sind gut drauf. Auch mal so eine Zielgruppe ansprechen. Also ich würde sagen, es waren heute Leute da, 16 plus. Und ich habe auch Leute getroffen, die über 50 waren und gesagt haben, hey, endlich ist in Zwickau hier was los. Eben, also wie ich schon im ersten Interview gesagt habe, ist wirklich ab 16 Open End, ist für jeden was dabei, von der Musik übers Essen. Wir haben, wie gesagt, einen Burger-Truck hier mit da. Zwei Bierwegen, eine Cocktailbar. Ich denke, hier ist wirklich für jeden was dabei. Um 22 Uhr betraten dann zwei Männer die Bühne, die für viele eingefleischte DJ-Fans keine Unbekannten sind. Die Rede ist von Harris und DJ Max. Max ist beispielsweise auch der Tour-DJ von Haftbefehl. Die Massen tanzten nur so ausgelassen und MC Harris animierte sie zusätzlich. Wenn die Party komplett ist, Monika, Sarah, Belinda von Instagram auf meine Guestlist. Mit Uli in der Kippe oder im Drink, der schickt mir, dass ich für sie so lala sing. Sie will mich in Team, ich kooperiere nicht ohne mein Team. Bis in die frühen Morgenstunden sorgten die DJ in Akina und die beiden DJs Ron und Schuster noch für ordentlich Stimmung und ein tanzwütiges Publikum. Zu Spitzenzeiten wurden 1450 Gäste gezählt. Für den Veranstalter und auch die Besucher war dieses Event rundum gelungen. Dann freuen wir uns auf eine Neuauflage im nächsten Jahr. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.